Ja, Freunde, willkommen zurück zum nächsten Part mit dem F1 Manager. Wir sind wieder zurück. Der Wunsch von euch war groß, dass wir hier weiterspielen, nachdem wir eine kleine Pause eingelegt haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist wahrscheinlich auch das Spiel neben dem Football Manager, mit dem ich momentan selbst am meisten Spaß und am meisten Freude habe. Und dementsprechend mache ich hier natürlich gerne weiter. Ich habe mir nur gedacht, ich werde in Zukunft eine Kleinigkeit anders machen. Und zwar werde ich in Zukunft Training und Qualifying überspringen. Das heißt, ich werde nur die Rennen aufnehmen und das, was wir dann danach so machen, bis zum nächsten Rennwochenende. Grund dafür ist recht einfach. Training und Qualifying ist im Grunde genommen eh immer das Gleiche und deswegen ja, sparen wir uns einfach gemeinsam hier diese Zeit und werden nur die Rennen machen. Dafür wird dieser Part eventuell ein bisschen länger sein. Das werden wir dann sehen, wie sich das Ganze so entwickelt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses Modell so findet. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, habe ich größten Spaß dabei, auch mit diesem Safe mit McLaren. Während ich privat ja gerade mit Aston Martin spiele und gerade auch eine Saison mit Mercedes fertig gemacht habe. Das heißt, ich habe mich schon ziemlich reingearbeitet in letzter Zeit. Und ja, ich hoffe, es hat gut ins neue Jahr gestartet. Habt Weihnachten auch schön verbracht. Und ja, jetzt Anfang Januar starten wir also mit dem Grand Prix von Monaco. Und ja, gehen wir vielleicht nochmal kurz die Ergebnisse durch, also vor allem im Qualifying. Tatsächlich ist es so, dass wir es nicht geschafft haben, ins Q3 zu kommen. Also man hat jetzt wirklich, man merkt jetzt wirklich ganz, ganz krass, dass unser Auto nicht mehr schnell genug ist, dass wir halt wirklich unsere Forschungen schon aufs nächste Jahr konzentrieren. Das heißt, wir müssen extrem hart daran arbeiten, dass wir in diesem Jahr, in diesem Rennen irgendwie in die Punkte kommen und dann müssen wir uns vielleicht noch die Gesamtsituation anschauen, ob wir wirklich uns aufs nächste Jahr konzentrieren können und sollen oder ob wir noch vielleicht die ein oder andere Entwicklung für dieses Jahr vornehmen. Gut, wir haben 27 Grad. Gehen wir vielleicht mal die restliche Streckeninfo durch. Also hier die Streckenkarte, wir haben zwei DRS-Zonen. Wir haben, was haben wir hier, zeitliche Erwägungen, 29 Sekunden in der Boxengasse, also relativ lang. Safety Car Einsätze in den letzten 4 Jahren bei 100%. Erwartete Strategien, insgesamt alles Ein-Stop-Strategien. Und da gebe ich ehrlich gesagt jetzt auch mal recht, weil die Reifenabnutzung ist nicht so krass. Und man muss halt einfach sagen, wenn man so viel Zeit in der Boxengasse verliert, macht das natürlich Sinn. So, wie schaut es von den zeitlichen Unterschieden aus? Wir sehen hier circa 2 Zehntel zwischen Weich und Medium und dann nochmal 1 Zehntel zwischen Medium und Hard. Das heißt, Medium und Hard ist jetzt gar nicht mehr so der krasse Unterschied. Dementsprechend könnte man überlegen, ob man mit den Harten fahren. Was sagen denn? Also wir starten auf Platz 11 von 10, das habt ihr jetzt eh gesehen. Gehen wir mal kurz noch auf die Teile. Ist da was Neues, was das Getriebe angeht? Ne, das ist das Neueste. Naja. So, schauen wir mal. Also Hard, Medium wäre diese Variante hier. Da sehen wir, dass die Abnutzung noch in einem sehr, sehr guten Rahmen wäre. Man könnte auch in die Richtung gehen, aber dieser, wenn man rechts auf die geschätzte Rennzeit schaut, ist das die schnellste Strategie oder die beste. Und wir können es dann eben so machen, dass wir den einen oder den anderen Fahrer früher reinholen oder eher später reinholen, würde ich sagen, dass wir länger mit dem Medium fahren. Früher könnte man dann eben mit den harten Reifen ein bisschen pushen. Also man könnte so in der Richtung mit Daniel Ricciardo zum Beispiel machen. Und ich lasse jetzt mal Lando Norris standardmäßig so eingestellt. Würde aber trotzdem sagen, dass wir definitiv länger draußen bleiben. Und je nachdem, wie es sich ergibt, wenn Safety Car Phasen gibt, werden wir vielleicht anders wechseln. Es könnte natürlich auch sein, dass ja, die Abnutzung besser läuft als erwartet und wir vielleicht dann doch auf die Soften gehen. Sehr unwahrscheinlich, aber könnte theoretisch auch sein. Das schauen wir uns dann alles im Rennen an. Wie sieht es im Kraftstoffverbrauch aus? Wir haben ca. 2 Kilo pro Runde, das heißt, wir können relativ einfach rechnen. So, starten wir mal rein. Ich muss nur, glaube ich, den Sound ein bisschen für das Rennen ist nur ja, gutes leiser machen. Das hören die Teams sicherlich sehr gerne. So, schauen wir uns das hier nochmal ein bisschen an. Für die Einstimmung. Aber das kann sich im Rennverlauf schnell ändern. Und hinter ihnen haben wir Ricardo. Gestern langsamer als die meisten. Also die so. Kommentar ist eh nervig, konzentrieren wir uns einfach aufs Rennen. Ich hoffe echt, dass es im neuen F1 Manager, wenn er dann nächstes Jahr rauskommt, also nee, dieses Jahr im Sommer rauskommt, dass wir da dann auch ein paar neue Features haben, wie zum Beispiel die Startaufstellung, Einführungsrunden und so weiter, einfach so mal ein bisschen die Atmosphäre noch zu verbessern. Und ich würde auch einen Teamwechsel natürlich ganz cool finden, dass man sich vielleicht wirklich hocharbeiten kann und mit Williams beginnt und dann später Angebote bekommen könnte oder sowas in der Art. Naja, Leclerc ist jetzt hier gleich mal an Ricciardo vorbei. Norris vorbei, sorry.
Nee, hat er gepasst, Ricardo. So, wie schaut's mit der Strecke aus? Also wir sehen hier, Regen ist keiner zu erwarten. Also das sollte relativ gemütlich dann laufen. Das heißt, wenn jetzt keine großen Safety-Car-Phasen sein sollten, dann wird das ein, schauen wir mal, unspektakulärer Grand Prix, aber ich gehe ehrlich gesagt schon davon aus, dass ein bisschen was passieren wird. Norris ist hier gut dabei, kämpft mit Gasly um Platz 9, wird aber hier auch schon von Leclerc attackiert und Leclerc scheint jetzt vorbeizugehen. Mit Ricciardo sehen wir schon, dass wir hier schon etwas Abstände haben. Also 0,7. Da müssen wir schauen, dass wir im DRS-Bereich überhaupt dranbleiben können. Wäre nämlich blöd, wenn wir da rausfallen, bevor DRS beginnt. Aber diese Kurve hier, bei der bremst die KI immer extrem viel ab. Also da kannst du wirklich ordentlich aufholen. Beziehungsweise ist die Kurve, glaube ich, generell so ein bisschen verpackt. Aber gut, auf jeden Fall haben wir jetzt ein bisschen was auf Joe auch schon gut gemacht. Ich würde sagen, wir setzen jetzt mal ERS ein, dass wir Joe vielleicht sogar aus dem DRS bekommen. Und den Abstand auf Norris ein bisschen verkleinern. Aber auch Norris ist schon hinten. Auch da werden wir jetzt ein bisschen ERS einsetzen. Nur so lange, bis DRS beginnt. Damit wir einfach hier vorne dranbleiben. Das wäre ganz wichtig. DRS ist aktiviert. Und hier rechts auf der Strecke seht ihr es. Da haben wir dann die erste DRS-Zone. Das heißt, bis dahin müssen wir auf jeden Fall dranbleiben. War schon wieder irgendein Verbremser dabei. Ich nehme jetzt das ERS raus bei beiden. Sind wir nah genug dran? Gasly wird vielleicht sogar noch aus dem DRS fallen. Leclerc gibt nämlich gerade ziemlich Gas. Hängt jetzt allerdings hinter Alonso fest. Ich freue mich ja, was die neue Saison angeht, schon auf die Fahrerwechsel. Ich finde, das bringt immer so eine schöne Abwechslung rein. Generell muss man auch sagen, dass die Entwicklung sehr dynamisch ist. Also bei meinem Mercedes-Safe zum Beispiel habe ich es mitbekommen, dass ich dann mir eigentlich gegen Ende den größten Zweikampf mit Ferrari geliefert habe. Da war Red Bull dann plötzlich nur noch auf dem dritten Platz, was die Stärke des Autos angeht. Also das ist schon ganz spannend, wie dynamisch das eben ist. Und ja, hätten wir jetzt nicht von zu Beginn weg so gut performt, dann hätten wir weiterentwickelt für dieses Jahr und wären sicherlich näher obendran. Aber so möchte ich halt einfach ein schlagkräftiges Auto fürs nächste Jahr haben. So, also die DRS-Zonen laufen. Wir sind mit beiden Fahrzeugen im DRS. Joe hinter uns nicht. Das heißt, da ist schon ein ordentlicher Abstand. Jetzt lassen wir einfach mal ein bisschen laufen. Vierfache Geschwindigkeit. Und beobachten jetzt einfach mal die zeitlichen Abstände. Da ist gerade irgendwas passiert. Alonso ist da gerade. Ja, Alonsos Räder haben blockiert. Schauen wir uns das an. Hat niemanden erwischt, war hier komplett allein unterwegs. Ich glaube, ihm ist da auch nichts passiert, oder? Werden wir sehen, ob er in die Box muss. Auf jeden Fall wären wir damit jetzt in den Punkten. Also für uns ist das schon mal kein Nachteil. Und Norris ist sogar jetzt aktuell an Gasly dran, der kein DRS hat. Also wir machen das jetzt einfach mal ganz gemütlich. Wir werden natürlich dann auch aufs Benzin schauen, damit wir dann später noch ein bisschen pushen können. Und lassen jetzt einfach mal laufen. Gelber Sektor wieder. Wen hat es jetzt erwischt? Da ist ein Aston Martin mit Stroll ganz hinten. Ja, bei dem war es. Schauen wir uns auch kurz an. Ah, gleiche Kurve wie das bei Alonso passiert ist. So, jetzt haben wir wieder Sound. Ich hoffe, das passt halbwegs von der Lautstärke her. Gut. Die Frage ist, können wir Gasly dann auch mal attackieren oder bleiben wir da immer nur so nah dran? Was ja grundsätzlich auch nicht schlecht ist, aber vielleicht wäre es mal ganz cool zu attackieren. Magnussen holt auf uns nämlich auf, habe ich so das Gefühl. Müssen wir beobachten. 3 Sekunden ist er aktuell hinter uns. Jetzt sind wir schon unter 3 Sekunden. Also Magnussen scheint aufzuholen. Mal werden wir sehen, jetzt ist wieder mehr. Müssen wir ein bisschen längerfristig beobachten. Wir lassen mal mit vierfacher Geschwindigkeit. Hier sehen wir, wie nahe Norris dran ist. Ricciardo ist 0,6 dahinter. Das heißt, solange er dahinter bleibt, bin ich schon glücklich.
Die Frage ist, ob man mit Norris dann jetzt mal versuchen sollen ranzukommen und jetzt schon wieder irgendein Ausritt. Bottas in dem Fall. Okay, der ist jetzt wieder knapp vor uns. Norris versucht da jetzt, glaube ich, vorbeizugehen. Schauen wir mal. Ich werde jetzt einfach mal ERS einsetzen. Was vor allem ganz gut ist, ist, was ich gerade sehe, dass der mit soften Reifen unterwegs ist. Jo. Das heißt, wir kommen sogar mit den soften Reifen mit Gasly ganz gut mit. Ob wir jetzt vorbeikommen im mit ERS. Nee, da ist er einfach schneller. Naja, schaut mal. Schauen wir es uns aus Position von Ricardo an. Da sehen wir, dass wir es jetzt tatsächlich geschafft haben, vorbeizugehen. Und auch an Bottas dran sind. Das heißt, wir bleiben im DRS. Also so gesehen ist das ziemlich gut gelaufen für uns. Und wir haben schon 4 Sekunden auf Albon und Magnussen. Also im Endeffekt machen wir sogar Boden gut. Das ist schön. So, ich versuche jetzt mit Ricardo einfach hier hinten zu lauern und dran zu bleiben. Norris holt jetzt auch sogar schon auf Bottas auf. Wie schauen da die Reifen aus? 85% Medium. Ocon ist mit 70% Soften unterwegs. Das heißt, bei dem werden dann die Reifen irgendwann zum Abbauen anfangen. Vielleicht ist das dann für uns auch wieder die Gelegenheit, ranzukommen. Boah. Da war ein ordentlicher Verbremser dabei. Ricardo konnte das beinahe für sich nutzen, aber dann zurückgezogen. Und wir lassen jetzt einfach mal wieder ein bisschen weiterlaufen. Aber solange wir alle im DRS sind, ist es gut. Hier sehen wir schon, dass Norris versucht, Bottas zu attackieren. Vielleicht geht er jetzt vorbei in der DRS-Zone. Ups. Ja, er ist vorbeigegangen. Wir haben es nicht gesehen, weil ich in die falsche Richtung gedrückt habe. Und ja, Ricardo bleibt einfach in Lauerstellung. McLaren macht eine Position gut. Die Frage ist, gehen wir mal kurz auf die letzten Rundenzeiten. Ein 27,8. Ja, Norris fährt tatsächlich schneller als Bottas im Moment. Also so gesehen ist es nicht so schlecht, wenn er vorne ist. Wobei die letzte Rundenzeit natürlich mit DRS war. Das hat er jetzt nicht mehr. Kann sein, dass die ihn jetzt gleich wieder attackieren. Tun sie auch, glaube ich. Diese eine Kurve hier, diese Schikane, die sorgt echt dafür, dass das ganze Feld wieder ein bisschen näher zusammenrückt da. Überall ungefähr Abstände von 4 Zehntel. Jetzt wird es wieder ein bisschen. Gibt Bottas wieder Gas. So, wann müssen wir denn rein, wenn wir dabei bleiben? 12 Runden circa. Hier haben wir 10 Runden. Wir haben bei Norris ein bisschen früher eingestellt. So wie es aussieht. Sieht aus, als hätte Alfa Romeo einen Bottas Platz überholt jetzt Norris. Wieder gelber Sektor. Gehen wir mal auf 8-fache Geschwindigkeit. Haben die Räder blockiert? Vettel hat blockiert, okay. Aber nichts weiter Tragisches passiert. So, Norris wieder zurück. Auf Platz 8. Wie schaut es mit den Reifen von Ocon aus? 57%. Also der wird jetzt schon langsam abbauen. Er ist schon bei 1,28, also 1,27,9. Also die Rundenzeit wird langsamer bei Ocon. Das heißt, wir kommen da jetzt tatsächlich ein bisschen ran. Und wir haben auf die hinter uns schon 5 Sekunden Vorsprung. Auch das ist schon eine ganz gute Geschichte. Weil dann können wir später mit Ricardo noch versuchen zu attackieren, dass wir in die Punkte kommen. Aber wie gesagt, das Spannendste wird jetzt mal zu sehen sein, wie es mit Ocon weitergeht, wann der reinkommt. Hier 7 Runden, hier 9. Theoretisch könnte man mit Norris sogar ein bisschen Gas geben und früher reinkommen. Ja, und mit Norris mal ein bisschen pushen probieren. Und eigentlich auch hier mal ein, zwei Runden mit dem Kraftstoff pushen. Schauen wir mal, was für eine Rundenzeit wir mit Norris dann zusammenbekommen. Auf jeden Fall müssten wir ordentlich auf Bottas aufholen. Was ist jetzt passiert? Da schleudert jemand. Albon hat sich gedreht. Okay, das brauchen wir, glaube ich, nicht anschauen. So. Letzte Runde. Wir sehen 1,27,5. Bottas mit 1,27,1. Wir sehen ein 27,9 bei Ocon. Wir sind nur noch 1,5 Sekunden hinter Esteban Ocon. Das heißt, wenn es gut geht, sind wir hier sogar schon im DRS. Stroll kommt jetzt schon rein. Die Frage ist, ist der vielleicht mit Soften unterwegs gewesen? Müsste er fast, wenn er jetzt schon reinkommt. Dann würde das vielleicht bedeuten, dass Ocon auch demnächst reinkommt. Noch nicht.
Noch nicht, aber wir sind jetzt schon gewaltig nah an ihm dran. Nehmen das jetzt wieder raus. Auch das Pushen nehme ich raus, weil jetzt sind wir im DRS von Ocon. Schauen wir mal kurz rein. Hier sehen wir das ganze Feld. Ne, so wollte ich eigentlich. Da sehen wir Danny Ricciardo. Aber jetzt schauen wir mal auf Norris. Norris ist hier hinter Esteban Ocon. Und versucht hier auch vorbeizugehen. Da ist er noch zu weit weg. Aber es dürfte dann eben jetzt der Startzielgeraden mit DRS klappen. Schauen wir mal, ob er es versucht. Er versucht vorbeizugehen. Schauen wir es uns an. Und er ist vorbei. Sehr, sehr gut. Good job. Das haben wir nicht so schlecht gemacht. Das heißt P7 für Norris. Und jetzt können wir nur hoffen, dass Ocon die hinter sich ein bisschen aufhält. Aber das wird, glaube ich, nicht passieren. Schauen wir uns das Ganze aus Danny Ricciardos Sicht an. Sehen wir schon, dass da ein bisschen ein Abstand da ist. Ja, 0,7 schon zwischen Norris und Ocon. Wir können durchaus mal versuchen, ein bisschen zu pushen mit Norris. Ja, okay, jetzt sind sie wieder rangekommen. Er ist jetzt halt wieder der Einzige ohne DRS. Mit den Reifen bei den anderen aus ziemlich ähnlich. Okay, jetzt gehen die in die Box. Das heißt, wir bleiben mit Bottas draußen. Die Abstände sind hier schon ein bisschen größer. Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir mit Daniel Ricciardo irgendwie in der DRS-Zone bleiben. Im DRS-Bereich. So, wir müssen rein in vier Runden geht das Boxenfenster auf bei Ricciardo, in zwei Runden bei Norris. Ja, wir werden tatsächlich ein bisschen früher mit Norris reinkommen und dann können wir ja mit den harten Reifen pushen. Oder wir bleiben. Naja, warten wir noch sonst. Eigentlich könnte man früher reinkommen. Dann haben wir frische, harte Reifen. Weil dann machen die ja gar nicht so viel Unterschied, was wir gesehen haben. So, jetzt überholen wir aktuell mal kurz Verstappen. Da sehen wir schon, dass die Abstände momentan noch nicht so wirklich groß sind. Die Abstände generell im Fahrerfeld, meine ich. Also wir haben hier 13 Sekunden hinter dem Spitzenfeld, das heißt, theoretisch überholst du jeden, wenn die da jetzt in die Box gehen. So, wie schaut es mit den Rundenzeiten aus? Wir haben 1,27,6. Bottas ist sogar unter 1,27, Ricciardo genau dabei. Das heißt, Bottas wird ja jetzt vorbeigehen. Wieder gelber Sektor. Was war jetzt los? Die Räder haben wohl blockiert. Magnussen hat blockiert und Bottas hat dann plötzlich... Ah, Bottas fährt in die Box, okay. Gut. Ich würde sagen, dass wir mit Norris jetzt reinfahren. Das heißt, wir werden voll pushen. Und werden ihn jetzt reinschicken. Okay, Lando, 100% Pace, 100% Pace. Danny Ricciardo ist ja außerhalb des DRS bereits, also passt das schon, wenn wir mit Norris pushen. Bei Ricciardo werde ich mich ziemlich an die optimale Runde halten, weil wir vorhaben, danach eigentlich mit den harten Reifen durchzupushen. So, wieder Yellow Flag. Solange es uns nicht erwischt, ist gut. Ocon, das ist nicht so schlecht für uns. Ein direkter Konkurrent um die Punkte. Rausgerutscht, genauso wie sein Teamkollege Alonso, wobei der ja auch schon wieder dabei ist, da. So, jetzt gehen wir auf Norris. Da warten die Kollegen in der Box schon. Und da werden jetzt einige vorbeigehen. Schauen wir, wo er dann rauskommt. Wir müssten vor allem auf Bottas schauen. Ob wir es schaffen, vor Bottas rauszukommen. Das wäre nämlich eine coole Geschichte. Es wird ziemlich genau die Position neben Bottas. Ja, knapp vor ihm sogar. Nicht schlecht. Das heißt, es hat sich ausgezahlt, dass wir hier ein bisschen draußen bleiben. Ich würde sagen, wir werden... Schauen wir mal, wie sich die Rundenzeiten verhalten. Was haben die für Reifen oben? Bottas hat auch harte, Tsunoda hat harte. Ich bleibe mal so drauf. Wenn die uns sehr, sehr nahe kommen, dann werden wir mit Norris pushen. So, wie schaut es bei Danny Ricciardo aus? Der ist knapp hinter Verstappen. Verstappen gibt jetzt ordentlich Gas. Da müssen wir schauen, dass wir jetzt vielleicht ein, zwei Runden dranbleiben können. Ich glaube zwar nicht, dass es uns gelingt, aber cool wäre es, wenn wir das jetzt schaffen. Und Norris wird von Gasly und Bottas schon verfolgt. Also ich persönlich glaube nicht, dass wir es schaffen werden, im DRS zu bleiben von Verstappen, aber wir werden es probieren. Na, sind wir jetzt schon draußen.
Ach, keine Chance. Verstappen ist einfach zu schnell. Hätte gern noch ein, zwei Runden davon profitiert. So, Norris überholt Gasly. Da schauen wir nachher gleich hin. Oder jetzt. Wir sehen hier die Konstellation, die Dreierkonstellation. Wäre natürlich super, wenn die sich mal gegenseitig rausschießen. Und wir sind hinter GoTifi. Jetzt schauen wir mal kurz auf die Rundenzeiten. So, wir sehen bei den Rundenzeiten jetzt ein 27.3 bei uns, genauso ziemlich wie bei Gasly und Bottas. Wir sind deutlich schneller als Latifi, wir sind schneller als Alonso, als Joe. Das heißt, im Endeffekt werden wir auf die vor uns Plätze gut machen. Die sind in den, ja, mit den etwas abgefahrenen Medium-Reifen unterwegs. Genauso wie Danny Ricciardo auch. Das heißt, wenn wir da jetzt mit den frischen, harten Reifen ein bisschen Boden gut machen, ist schon mal nicht so schlecht. Hier sind wir sogar schon hinter Latifi. Der ist allerdings 7 Sekunden hinter Alonso. Aber gut, Alonso muss in die Box. Ocon schon wieder mit einem Fahrfehler. Dementsprechend, ja, für uns kein Nachteil. Wir müssen echt schauen, dass wir da Williams vorbeikommen. Ich würde sagen, wir werden IRS einsetzen. Ich hoffe nicht, dass das jetzt die Checklinie war für DRS. Nee, das heißt, wir haben DRS, sehr gut. Dann können wir gleich schauen, dass wir ein bisschen davon ziehen. Also wirklich schnell unterwegs sind wir da nicht. So, wie schaut es mit Ricciardo aus? Ich würde sagen, wir müssen ihn jetzt reinholen, bevor wir da zu viel Zeit verlieren. Gehen wir nochmal pushen die restliche Runde. Jetzt schauen wir, wo dann Danny Ricciardo rauskommt. Während wir jetzt auf Alonso aufholen. Aber Alonso wird jetzt auch bald mal reinfahren. So, Ricciardo ist jetzt in der Box. Wir sehen es rechts auf der Karte. Jetzt ist der Wechsel. Ja, wir kommen deutlich vor ihm raus, oder? Ich will jetzt nicht sagen deutlich, aber es ist nicht so schlecht. Wir sind in der Reichweite von Bottas. Wir sind vor Bottas. Bottas hat da... Nee, doch nicht. Knapp hinter Bottas, vor Tsunoda. Das ist von der Position her jetzt nicht so schlecht. Wir gehen auf leicht aggressiver. Eine Position verbessert. Okay, keep looking after the tire. Und Norris versucht hier Gasly zu attackieren. Ist jetzt nicht wirklich schneller unterwegs. Gasly hat halbwegs frische Medium-Reifen drauf, also wenn wir es da schaffen dran zu bleiben, bin ich schon halbwegs zufrieden. So langsam ist der AlphaTauri ja auch nicht. Interessantes Podium wäre es aktuell mit Sainz, Perez, Hamilton, muss ich sagen. So, wie schaut es aus mit Danny Ricciardo? Ich gehe jetzt mal zurück auf eine Standard-Variante mit den Reifen. Weil im Endeffekt, wenn wir so schaffen, dran zu bleiben, ich muss jetzt nicht krampfhaft pushen. Wenn unsere Reifen besser dran sind, dann werden wir uns die Gegner im späteren Verlauf sowieso holen. Weil die 10% Unterschied wahrscheinlich nicht so viel ausmachen. Wir müssen aber jetzt mal schauen, dass wir da irgendwie an Latifi vorbeikommen, sonst kostet uns das nach vorne hin einfach extrem viel Zeit. Problem ist, beide gleichzeitig zu überholen wird jetzt nicht so wirklich funktionieren, deswegen müssen wir jetzt einfach mal dranbleiben und warten, bis Bottas vorbeigeht. Aber für Norris ist es nicht so schlecht, wenn Latifi hier alle ein bisschen aufhält. Muss man ganz ehrlich sagen. So. Schauen wir mal hier ganz kurz, letzte Runde. Ja, wir holen weiterhin auf Joe und auf Alonso. So, und jetzt schauen wir das. Ja, warten wir mal ab. Warten mal, wie knapp das ist. Mit Latifi und Bottas. Jetzt werden wir auch noch attackiert. Was jetzt nicht gut ist. Wo ist eine Yellow Flag? Sainz, okay.
Ja, ist echt interessant, dass wir da einfach an Latifi nicht vorbeikommen. Oh, das ist so knapp. Dass da nichts passiert. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir vorbeigehen. Dass wir an den anderen dranbleiben. Dass uns jetzt Latifi nicht zu sehr ausbremst. Problem ist, dass der jetzt natürlich DRS hat, dass er im DRS-Bereich Latifi zu überholen könnt. Ja, muss trotzdem hinhauen. Es ist ein Williams. Sehr gut. Ohne Probleme. Dann müssen wir gleich schauen, dass wir hier dranbleiben. Wir haben jetzt ein bisschen pushen, dass wir den Abstand verringern. So, und bei Norris, wie gesagt, da bin ich jetzt eigentlich einfach zufrieden, wenn wir an Gasly dranbleiben, weil der hat 80%ige Medium-Reifen. Der wird noch ordentlich Probleme dann kriegen gegen Ende. Wenn wir schaffen, jetzt eine Pace zu halten, dann wird es später kein Problem sein. Wenn seine Reifen dann schon abgebaut haben. Da müssen wir dann nur den richtigen Moment abwarten, ab wann es Sinn macht, vielleicht mit ein bisschen ERS dann vorbeizugehen. Letzte Runde, da sehen wir Norris ja, mit Gasly gleich auf quasi. Wir könnten vielleicht sogar mal versuchen, ein bisschen Energierückgewinnung zu machen bei Lando Norris. Schauen wir mal, ob es gelingt. Jetzt sind wir eh sehr nah dran an ihm. Wir dürfen halt jetzt natürlich nicht zu viel Abstand verlieren, dass wir nicht aus dem DRS fallen, aber grundsätzlich wäre ich sehr dafür, wenn wir uns einfach ein bisschen Energie sparen. Weil wenn wir dann ein volles ERS haben und hinter ihm sind mit frischeren Reifen, dann sollte das alles kein Problem mehr sein für uns. Jetzt gehen wir sogar ohne ERS vorbei. Sehr stark. Wird wahrscheinlich nicht ewig halten jetzt. Und den Abstand nach hinten ein bisschen verringern, weil wir jetzt natürlich ausbremsen. Lass uns gehen wir einfach auf neutral. Wie schauen wir da jetzt aus? In Rundenzeiten. Ja, wir holen schon ordentlich auf Alonso und auf Joe. Hier nur noch 3 Sekunden. Sainz ist jetzt in der Box. Schaut es bei Danny Ricciardo aus. Da können wir jetzt das Pushen wieder raus tun. Ist er sehr nahe dran. Wie gesagt, es bringt jetzt nicht wirklich viel krampfhaft zu pushen, um da jetzt ein, zwei Plätze gut zu machen, weil sich das alles dann erst in den letzten, wenn es so eng bleibt, in den letzten 4-5 Runden entscheiden wird. Oder vielleicht sogar nur in den letzten 1-2 Runden. Ob wir da jetzt die Punkte machen oder nicht. Mit Norris und Gasly bleibt hier umkämpft. Hier vorne sehen wir schon, also Joe und Alonso, die müssen jetzt bald in die Box. Die werden wir uns auf jeden Fall gleich holen. Weiter vorne wird wahrscheinlich nichts mehr klappen. Aber das wäre ja schon sehr, sehr gut. So, Norris geht hier wieder im DRS vorbei. Das war zu erwarten. Und McLaren mit einem tollen Überholmanöver. So, die beiden sind jetzt in der Box, das heißt, wir sind tatsächlich auf P7 und Daniel Ricciardo geht auch noch an den beiden vorbei. Das heißt, wir sind mit Ricciardo wirklich in den Reichweiten in der Reichweite für Punkte. Schauen wir mal kurz auf die Reifen. Da sehen wir da ja, gute 6% sind unsere Reifen besser unterwegs im Moment. Letzte Runde 1,26, bei Gasly 1,26,5. Das heißt, wir holen jetzt auch auf Gasly auf. Da bin ich mal gespannt. Schauen wir uns das vielleicht aus der Ricciardo-Perspektive an oder gehen wir es uns generell mal wieder so ein bisschen vor. Bin gespannt, ob noch ein Safety-Car kommt. Hamilton jetzt in der Box. Aber der ist zu weit weg, der ist schon wieder draußen. So, Norris und Gasly kämpfen hier weiterhin um P7. Und Danny Ricciardo lauert weiterhin außerhalb der Punkte. Russell in der Box. So, wie sieht es jetzt aus? Wir haben ja alles unverändert im Moment. Wir können jetzt mal ein bisschen laufen lassen.
So wie es jetzt im Moment aussieht, ist es ja eh schon mal nicht so schlecht. Also die Abstände. Ja, Ricardo verliert ein bisschen, der ist schon bei 0,7, da müssen wir aufpassen. Den wollten wir sowieso pushen, dass wir da ein bisschen mehr dranbleiben. Dadurch verlieren wir jetzt natürlich unseren Vorteil mit den frischeren Reifen ein bisschen, aber wobei er ist jetzt eh wieder nahe dran. War, glaube ich, nur gerade so kurz ein ungünstiges Zwischenergebnis. Aber hier sieht man, dass er ist schon ein bisschen weiter davon entfernt. Spannend wird es jetzt, ob die hier noch eingreifen können. Die Abstände hier mit Gasly und Norris, die da fighten, und diesen Dreierpack mit Tsunoda, Bottas und Ricciardo. Der Abstand wird halt immer kleiner. Schaut mal, wir sind hier schon vorne. 1:26,3. Wieso fahren die so langsame Zeiten? Sehr spannend. Kann sein, dass Gasly uns mittlerweile ein bisschen aufhält mit den Reifen. Nee, kann ich mir noch nicht vorstellen. Aber es ist spannend, dass wir tatsächlich jetzt hier so viel aufholen. Ich werde jetzt mit Norris ein bisschen pushen. Und in dem Moment geht Norris hier gleich vorbei. Auch hier können wir wieder ein bisschen Druck machen. Was den Motor angeht, also wir haben 2 Kilo pro Runde circa. Jetzt sind wir gleich bei 10 Runden noch vor Schluss. Da sollten wir bei 20 sein, damit sich alles gut ausgeht. Ja, sind wir wieder im DRS natürlich. Ich könnte jetzt nur schauen, ob wir es schaffen, aus dem DRS zu kommen. Aber die Strecke ist so kurz. Oh shit, Fahrer mit einem Dreher. Großartig. Norris hat sich gedreht, schauen wir, wo er jetzt dann wieder einsteigt. Ja, über die Curbs gerutscht. Steigt auf P11 wieder ein. Es ist bitter, ich meine jetzt natürlich dadurch Daniel Ricciardo in den Punkten, aber mit Norris hatten wir schon etwas bessere Chancen. Und der ist jetzt ca. 3 Sekunden dahinter. Jetzt müssen wir schauen, ob er in der Lage ist, da trotzdem aufzuholen. Ja, wir müssen mit ihm pushen. Müssen wir den Abstand hier auf das Feld wieder geringer machen. Sehr, sehr bitter. Da waren wir von gutem Platz unterwegs. Das einzig Positive ist, dass Gasly jetzt auch schon in Reichweite für Ricciardo ist. Ja, wirklich viel vom Benzin her kann ich nicht pushen, weil wir haben auch kaum Plus gehabt in den letzten Runden. Ich könnte theoretisch jetzt hier extrem pushen, mal ein paar Runden, damit wir hier wirklich wieder ins DRS kommen. Wenn wir das geschafft haben, dann können wir eh wieder uns ein bisschen entspannen. Das wird jetzt zwar ziemlich auf die Reifen gehen, aber trotzdem, ich werde auch mit Ricardo ein bisschen, wobei Ricardo pushen zahlt sich gar nicht aus, weil wir sowieso gerade nicht vorbeikommen an dem Viererfeld. Da warte ich lieber noch ein bisschen ab für die letzten Runden, wenn wir dann frischere Reifen haben. Also Gasly ist auf jeden Fall noch fällig. Den müssen wir uns auf jeden Fall holen. Und was man so sieht ist, dass wir jetzt gleich wieder im DRS sind mit Norris. Nehmen das ERS jetzt wieder raus. Weil wir fast keins mehr haben. Ein bisschen einsetzen müssen wir es noch. Jetzt sind wir echt schon fast im Bereich 1,2. Jetzt ist aber leider gerade wieder die DRS-Zone. Batterie ist leer. Könnten wir mal mit Daniel Ricciardo ein bisschen langsamer machen. Aber das ist, glaube ich, auch nicht wirklich zielführend. Mit Ricciardo müssen wir da dranbleiben. Schaffen wir es jetzt hier, wenn er da gut durchkommt. Ja, vor allem Ricardo hat da, glaube ich, gerade sich ein bisschen verbremst. Plötzlich fast eine Sekunde dahinter. Ah, ich muss hier noch warten, jetzt kommt wieder der DRS-Bereich. Den wir leider wieder nicht drinnen waren. Es geht leider zu sehr auf die Reifen, wir kommen so gerade nicht hin. 25,4 ist zwar sensationell, aber wie gesagt, wenn wir jetzt zu viel riskieren, dann verlieren wir gegen Ende einfach zu viel Power.
Wir sind hier vom Benzin ja wirklich ziemlich unten auf dem, was zu erwarten war. Dementsprechend werde ich jetzt nicht weiter riskieren. Wir werden jetzt schauen, dass wir Ricardo ein bisschen managen, um ihn dann eventuell noch vorbeizubringen. Schauen wir mal ganz kurz. Von den Reifen her sehen wir hier die Situation, dass wir eben diese paar Prozent besser sind als Tsunoda und Bottas. Und Gasly ist nur noch bei 54%. Also Gasly ist bald fällig, auf das warten wir jetzt mal. Das wird in den nächsten, sagen wir mal, 3-4 Runden passieren. Den könnten wir uns dann mit Norris auch noch schnappen, damit wir Norris auch noch in die Punkte kriegen. Und dann wäre das ja alles in allem für uns kein schlechtes Ergebnis. Jetzt vielleicht ein bisschen auf Energierückgewinnung. Schauen wir, dass wir trotzdem mit Ricardo dranbleiben irgendwie, aber wir müssen nämlich schauen, dass wir das ERS ein bisschen aufladen können. Oder verlieren wir zu viel? Wollen wir schon aus dem DRS raus, wenn wir das so machen? Mit Norris haben wir fast ein bisschen zu viel gepusht. Ich gehe hier mal auf Sparen, damit wir wieder auf 0,0 kommen. Nicht, dass da wieder ein bisschen einpendelt. Sehr gut. Und nicht, dass wir da stehen bleiben. So, wie sieht es mit den Rundenzeiten aus? Gasly 1,25,7. Also im Moment gelingt es uns hier noch nichts. Und gut machen zu ihm. Ja, müssen die wirklich runtergehen und aufpassen ein bisschen bei Norris, damit es ausgeht. Aber dass wir da wieder in den grünen Bereich kommen. Weil wie gesagt, wenn bei Gasly die letzten Runden die Reifen abbauen, dann kommen wir sowieso noch ran. Ich warte jetzt noch auf ein plus 0,1. So, passt. Kostet halt einiges an Zeit, jetzt sind wir wieder 2,8. Weg leider. So, die Überrundung vom Aston Martin, die ist sehr gut und schnell gelungen. Und jetzt wird es interessant, jetzt scheint so, als würde Bottas versuchen, an Gasly vorbeizugehen. Gehen wir mal auf die letzte Runde. Da sehen wir eine 1,26,1 bei Gasly. Also schon deutlich schwächer. Gasly hat jetzt auch kein DRS, also vielleicht sollten wir es jetzt alle zusammen probieren, an ihm vorbeizukommen. Aber der macht gut zu. Ja, gerade vor allem mehrere Fahrzeuge zu überholen oder mit mehreren zu überholen ist nicht so einfach, aber wir gehen jetzt gerade am Bottas vorbei. Dann werde ich ehrlich gesagt jetzt versuchen, an Gasly vorbeizugehen und den letzten Prozent, den wir hier noch haben. McLaren macht eine Position gut. Ricardo mit einem tollen Manöver beschleunigt er gut raus und ist tatsächlich an Gasly vorbei. Sehr gut, Ricardo P8. Wie schaut es mit Norris aus? 1,25,9, also er holt schon auf, ein bisschen zumindest. Oh, das ist aber auch gerade echt keine gute Runde gefahren. Und wir müssen jetzt schauen, dass wir vielleicht ein bisschen Boden gut machen, um wieder an Tsunoda ranzukommen. Keine Ahnung, ob uns das noch gelingen wird. In der Zeit her ist Tsunoda recht gut unterwegs. Aber wir werden jetzt hier einfach ein bisschen pushen und dann schauen wir weiter. Wir haben noch gute 5 Runden. 5 Runden brauchen ca. 10 Kilo Benzin. Das heißt, wir können hier sogar ein bisschen pushen. Aber nicht viel. So, jetzt geht das, die DRS-Klappen gleich wieder auf. Hier sehen wir es. Gasly attackiert. Und so wie es aussieht, ist Gasly auch vorbei. Geht er noch vorbei? Nee. Gasly kommt nicht vorbei, aber wir kommen leider auch nicht mehr in den Bereich, um Tsunoda hier irgendwie zu gefährden, glaube ich. Ja. Da hinten haben wir nur erst Norris, also. Ich glaube, Norris wird da auch nicht mehr rankommen. Jetzt müssen wir einfach auf die Skills von Danny Ricciardo vertrauen. Und zugleich hoffen, dass Gaslys Reifen in den letzten Runden jetzt wirklich massiv abbauen. Weil er ist schon bei
schon bei 43%. Wieso hat der gerade gesagt, 5 laps to go? Dann geht sich das ja nicht aus mit unserem Sprit. Das wäre jetzt großartig, wenn wir einfach stehen bleiben. Momentan machen wir gerade echt Zeit auf Gasly gut. Also scheint so, als würde die Abnutzung bei Gasly jetzt wirklich Probleme bereiten. Das heißt, Bottas wird jetzt gerade auch an ihm vorbeigehen, so wie es aussieht. Jupp, Bottas ist auch vorbei. Das geht sich mit dem Benzin, glaube ich, nicht ganz aus. Also es wird sauknapp. Ich gehe hier mal ein bisschen auf Sparen, das hilft leider nichts. Wir können jetzt nur hoffen, dass wir noch irgendwie rankommen mit Norris, aber der macht 0-4 gut, das wird sich nicht ausgehen. Und wirklich pushen kann ich mit Norris auch nicht mehr. Nicht so, dass ich 3 Sekunden reinholen könnte. So, ich muss jetzt hier wirklich massiv sparen. Wir haben noch 3 Runden zu überstehen, das sind 6 Kilogramm. Also momentan sieht es eher so aus, als würde das eine Punktlandung werden. Das heißt, es kann jetzt natürlich sein, dass sie uns wieder überholen. Aber bevor wir stehen bleiben und dann gar keine Punkte mit Ricardo machen, müssen wir jetzt gerade wirklich ein bisschen sparen. Soll Bottas ruhig vorbeigehen, dann können wir mit hinter ihm im Windschatten fahren. Dann werde ich halt hier auch nicht mehr pushen mit den Reifen. So, jetzt fahren wir im Windschatten von Bottas. Und nur hoffen, dass es ausgeht. Als hätte Alfa Romeo einen Platz gut gemacht. Ah, Gasly trotzdem ein 26-0. Ist jetzt nicht so schlecht. Also trotz abgefahrener Medium-Reifen ist der ganz gut unterwegs. Und Ricardo geht hier nochmal vorbei und Bottas. Eine Position gut gemacht von Alfa Romeo. Und Gasly versucht hier auch gleich zu attackieren. Also das wird jetzt noch spannend. Gasly ist gut unterwegs, ein 25-7. Er versucht gerade das letzte aus seinen Reifen rauszuholen, aber mit 37% wird er jetzt auch nicht mehr sonderlich weit kommen. Jetzt mit Norris aus, ja, der hat keine Chance hier mehr aufzuholen. Ich kann mit Norris jetzt den Rest noch pushen versuchen. Aber wir müssen jetzt dann schauen, dass wir quasi in der letzten Runde dann noch an Bottas vorbeigehen. Aber wir haben halt leider fast kein ERS, um da irgendwie vorbeigehen zu können. Das ist leider von der Situation her denkbar ungünstig. Wir können hoffen, dass wir jetzt irgendwie noch attackieren können, theoretisch im nächsten DRS-Bereich. Also gleich müssen wir nach hinten aufpassen, aber da ist der Abstand ein bisschen größer wenigstens. Ich gehe jetzt auf Overtake. Use Overtake. Okay. Schauen wir, ob wir dann jetzt noch irgendwie vorbeikriegen. Mit dem Benzin ist halt wirklich fast nichts. Wir werden jetzt nochmal mit den Reifen attackieren natürlich, eh klar. Ich werde auch hier nochmal versuchen zu pushen. Okay. So, jetzt sind wir hier zumindest mal vorbei. Problem wird eher, ob wir es schaffen können, diese Position auch zu halten. Ob das klebt hier jetzt natürlich dran. Wir können hier nur noch auf Verteidigen stellen. Aber wir haben nichts mehr zum Verteidigen leider. Oh Gott. Mit dem Benzin. Wird wirklich verdammt knapp. Hatte ich das an 0,2 Kilogramm. Aber zum Glück haben wir es reingeschafft und wir haben noch den 8. Platz mit Ricardo geholt. Schade. So hätten wir wenigstens P8 und P9 gehabt. Schade, dass Norris da diesen Patzer gehabt hat, aber mit Ricardo können wir zufrieden sein. Ganz ordentlich.
Gut, gut. Wie schauen wir jetzt hier aus? Also wir sehen, dass wir mit Daniel Ricciardo 4 Punkte gemacht haben. Das heißt, er holt jetzt auch ein bisschen auf Lando Norris auf. Konstrukteurs WM sind wir auf Platz 4. Das heißt, wir haben ca. 80 Punkte Vorsprung auf Alfa Romeo und 110 Punkte fast auf Alfa Tauri auf Platz 4. Also eigentlich können wir die Entwicklung trotzdem aufs nächste Jahr verlagern und ja, ich denke einfach schauen, dass wir so viel wie möglich in diesem Jahr trotzdem noch erreichen. So viele Punkte wie möglich holen. So, Daniel Ricciardo hat sich verbessert. Der kann ja alles so ziemlich, also machen wir Kurvengeschwindigkeit bei ihm. So, dann gehen wir im Posteingang. Ergebnis der Abstimmung. Okay, die Mehrheit hat für diese Änderung gesprochen. Das heißt, die Top-Teams bekommen mehr Geld. Okay, schaut euch mal das hier an. Die Top 4 bekommen mehr Geld, die Top 5 bis 9 weniger. Das heißt, das wird jetzt umso wichtiger, Vierter zu werden. Sehr, sehr spannend. Na gut, wie schaut es aus mit den aktuellen Projekten? Wir haben momentan das Glück, dass es, dass wir jetzt insgesamt drei Forschungs- bzw. Entwicklungsprojekte gleichzeitig machen können. Deswegen laufen hier gerade drei Sachen. Jetzt muss ich nur kurz schauen, wie wir hier noch die Einrichtungen vielleicht so verbessern könnten, dass wir noch mehr Ingenieure haben. Hier könnte man theoretisch auf 15 Ingenieure erhöhen. Wir haben so viel Geld, das sollte man unbedingt machen. Also ihr habt ja geschrieben, ich soll das Geld ruhig raushauen. Dann 15 Ingenieure wären natürlich super. Fabrik, sage ich ganz ehrlich, ob man da jetzt die Autoteile schneller herstellen und gleichzeitig mehr Teile, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so wichtig. Was haben wir hier noch? Die Motorkühlung und die Bremsenkühlung würde besser werden. Das ist sowieso nicht so schlecht. Denn, boah, es kostet 8 Millionen. Bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Schauen wir uns die anderen Sachen an. Teamzentrale wird gerade aufgewertet. Betriebseinrichtungen. Vorstandsbüro haben wir keines. Da würde die Teamattraktivität unter anderem dann ab Stufe 2 erhöht werden. Kann man für 400.000 mal bauen, denke ich mir. Wetterstationen eine bessere. Können wir auch machen. 1,5. So, wir haben noch mehr als genug Geld. Aber Landeplatz werden wir upgraden, dann kriegen wir mehr Sponsoren. Beziehungsweise, nee, gar nicht, eine höhere, auch aber eine höhere Teamattraktivität. Ja, dann werden wir hier vielleicht noch ein bisschen was verbessern, oder? Hier haben wir nur die Bremsenkühlung bei der Aufhängung, hier haben wir die Bremsen. Hier, das beeinflusst drei Sachen, dann machen wir das halt. Könnt mir sonst gerne in die Kommentare schreiben, was wir sonst noch so machen sollen, aber im Endeffekt bin ich so ganz zufrieden. Teamzentrale wurde upgegradet. Das heißt jetzt eben genau das hier. Das heißt, die Moral geht drauf, die Teamattraktivität geht drauf. Die sollte bei McLaren aber sowieso relativ hoch sein. Kann man ja mal schauen, welche Fahrer eigentlich Interesse haben, zu uns zu kommen. Also wir sehen hier zum Beispiel, Charles Leclerc hätte Interesse, zu uns zu kommen. Ziemlich lustig eigentlich. Wenn wir mal detailliert scouten. Perez hätte Lust, zu uns zu kommen, würde ich auch cool finden. Carlos Sainz ebenso. Wenn wir auch scouten. Ja. Also man könnte halt einfach statt Daniel Ricciardo nächstes Jahr Charles Leclerc holen. Mit dem Geld, das wir haben, wäre es sogar drinnen, schlimmerweise. Teamzentrale abgegradet. Also das haben wir schon gehabt. Hubschrauberlandeplatz, der ist neu. Vorstandsbüro. Es geht ein bisschen was voran hier. So, Aufhängung ist knapp. Haben wir tatsächlich eine neue. Reicht uns eine. Ich habe es ganz gern so, dass ich 4 Teile auf Lager habe. Also beziehungsweise 2 auf Lager und 2 eingebaut. Dann hat jeder seine Ersatzteile. Das sollte reichen für ein Rennwochenende. So. Schaut es jetzt momentan eigentlich aus mit der Autoanalyse im Vergleich. Beschleunigung im DRS-Bereich ist super. Ja, aber sonst sehen wir schon, dass wir da schon ordentliche Schwächen haben. Na gut, Leute, ich hoffe, das neue Format so gefällt euch, dass wir da knapp so dreiviertel Stunde pro Woche machen, wo wir einfach immer das Rennen machen. War ja sehr, sehr spannend heute und ja, nächste Woche geht's nach Singapur. Bin ich auch schon sehr gespannt, wie es da so läuft. Vielen Dank fürs Einschalten.
Ich wünsche euch was. Bis bald.